Wow. Ja, also Bilma Resch ist ja definitiv ein Begriff, ist wohl eine alte urtulamitische Gottheit für das Geheimnis, für Skorpione, für Intrigen, ja, ganz generell für Spione und für Intriganten. Und Bilma saß, ja, wenn das hier so steht, der göttliche Gatte der Skorpionen. Es gibt wohl auch Gerüchte, dass da ein Erzdämon hintersteht. Man hat allerdings nie ganz geklärt, wer das wohl war. Die Experten sind sich da nicht ganz sicher. Das ist geheimes Logenwissen, vor allem auch aus dem Horasreich, nicht so sehr aus Fasar. Die Fasar-Kulte kennen zwar Bilmarisch, aber das ist dann kein geheimes Wissen. Vor allem aber ja, die Logen im Horasreich, die werden dann ja, mit irgendwelchen Experten dann in den Herrenzimmern sitzen und dabei dann Zeitungs lesen oder Pfeife schmauchen, dann darüber philosophieren, welche Erzdämonen dahinter sitzen könnten oder eben auch nicht da sitzen könnten, ob es irgendwelche Analogien zu Fex gibt, aber das, wie gesagt, alles im Verborgenen. Leute, hier steht etwas von alten, uralten thulamischen Gottheiten. Bilmasa und Bilmaresch. Aha, erzähl mal. Nun ja, was ich so hervorkramen kann aus meinem Gedächtnis, Bilmaresch ist wohl ein uralter thulamitischer Stadtgott. Und Bilmasa, nun ja, es gibt Verlautbarungen, nun ja, Gerüchte, könnte man sagen. Es scheint sich wohl um einen Erzdämon zu handeln, dabei in Verkleidung. Heimlichkeit, Heimtücke, Gift, Disziplin, Wehrhaftigkeit, Spinnentiere oder auch Skorpione, Stärke, Täusche, Täuschung, Lüge, Geheimnisse, Diebstahl, Intrigen und Schutz. Nun ja, Bilmarisch steht wohl für nun gewisse heimliche Praktiken, könnte man sagen, im weitesten Sinne. Also nichts, was wir betreiben würden. Ein Meuchlergott, nicht wahr? Das erklärt auch die Fallen und all das. Das so sagt man ja, aber ob das Gerüchte sind oder nicht, das ist unbestätigt. Also, wer weiß das schon? Vielleicht wurde ja jeder, der es wusste, gemeuchelt. Ja, aber so etwas brauchen wir Zwerge ja nicht, nicht wahr? Ja, ich hoffe nicht, aber diese Fallen sprechen auch dafür. Aber das heißt, das ist kein Magiergrab? Oder doch? Nun, ich vermute mal eher, er ist ein Anhänger von Bilmarisch gewesen. Ja, schon, irgendwie Diamanten des Sultanat. Schon, Vielleicht ein. irgendwelche, ich weiß nicht, ob man Mogule sagt oder Kopter. Das ist das Zeichen für Kopter, dieser Stab. Den tragen die Leute immer noch. Wenn man hier die Stockwerke nach oben geht, irgendwann steht man dann auch in den Kellern der Akademie und die haben immer heute noch diese Stäbe und fuchteln damit rum. So ein bisschen wie der von der da. Deutet sie auf den Magierstab von Isarun. Ja, aber das ist pure Eitelkeit, heutzutage mit einem kurzen Zauberstab herumzulaufen, nur weil die Kopter dies taten. Die Szepter der Koptanim waren eine völlig andere Sache. Ich dachte, Voltax hat den kurzen Stab, weil er selber nicht so lang ist. Ja, das sähe ja auch doof aus. Wenn der Stab so. Also, Größe von Isaruns Stab oder von Abemirs, das wäre doch nichts. Nein. Ich habe den Stab, weil er zu meiner Körpergröße passt. Das ist auch ein wesentlich besserer Grund. Ja, es wäre ja auch sehr lächerlich, wenn mein Stab doppelt so groß wäre. Naja. Passt doppelt so groß. Ihr versteht schon. Tja, Ich frage es ist mich. ja schon interessant hier, aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass es mehr exische Geheimnisse hier gäbe, aber das sind ja eher so, naja, wozu gehören Skorpione eigentlich? Zur Gattung der Spinnen. Bäh. Was? Das ist nicht bäh. Das sind sehr nützliche Tiere. Naja, aber nicht wirklich ästhetisch. Ja, ihr könnt wohl erkennen, wie die Zwergin mittlerweile einen zweiten Skorpion in ihre Finger genommen hat und jetzt aus Langeweile den Skorpion gegen so eine Wand schmiert und da wohl irgendwelche zwergischen Schmierereien in dem Magiergrab hinterlässt. Ihr solltet das nicht tun.
Und der Mann ist schon lange tot, Abemir. Nein, ich meine, einen solchen Raum zu verunstalten und zu verunreinigen. Naja, die haben irgendwelche komischen Götzen angebetet. Sollten wir nicht vielleicht einen Boroni heranschaffen? Warum soll denn das? Das sind ungesegnete Gräber. Was glauben wir, was passiert, wenn hier ein Nekromant durchläuft? Hm? Achso, ja, die haben wir schon umgebracht. Dass die damals gesegnet wurden? Guck doch mal in den Sarg rein, da. Glaub nicht, dass da irgendwas wieder aufersteht. Ey, ich bin kein Experte. Ja, wenn du einen kurzen Blick in den zertrümmerten Sarkophag wirfst, kannst du sehen, dass der Schädel wohl zu feinem Staub zermahlen ist. Ich bin trotzdem kein Experte. Ja, ich glaube nicht, dass sich jemand die Mühe machen wird, so ein zermahlenes Skelett wieder auferstehen zu lassen. Das ist ungefähr so nützlich wie, ich weiß nicht, eine Klinge aus Seide. Na gut, wenn ihr das sagt. Nun, das klingt immerhin poetisch. Sagt einmal, Cordy, gibt es noch mehr solcher Stelen hier unten? Ja, sicher. Also einige haben wir auch kaputt gemacht, aber das hier ist eine der Kammern, die noch so funktionieren. Also. Warum habt ihr sie zerstört? Weil wir Zwerge sind? Und Zwerge zerstören Stelen, oder? Ich dachte, Zwerge bauen Dinger aus Stein. Das ist Drachenmagie, du Arschloch. Ich zeig dir gar nichts mehr. Jetzt entschuldige dich, Abelmir. Ich habe nur gefragt, warum sie Stelen zerstören. Das kommt alles aus der Epoche der Echsen. Das kommt nicht aus der Epoche der Echsen. Das ist ein utolemisches Pantheon. Für die exischen Schichten müssten wir noch wesentlich tiefer, denke ich, wenn das hier Diamantin des Sultanat ist. Also wenn wir noch weiter runtergehen, da gibt es sogar vulkanische Aktivitäten. Es waren früher mal Bruthöhlen. Oh. Von was? Wie von was? Von Echsen. Hast du zugehört? Ja, es gibt nicht nur Bruthöhlen von Echsen. Spinnen brüten ebenfalls. In Lavahöhlen? Da, wo es warm ist. Und Schlangen auch. Sie guckt dich finster an, kneift ihre Augen zusammen und tritt auf den dritten Skorpion. Ach. Naja, Käfer sind da auch. So Termiten. Alles, was groß ist. Hexenzeug halt. Schüttel man den Kopf, weil ich vergleiche Echsen und sie hebt Käfer. Sie hebt den Finger. Skorpione sind auch Echsen. Ah, ja. Siehst du, Abelmir, und du hast gesagt, es wären Spinnen. Ja. Naja, ich gehe jetzt wieder hoch. Wenn ihr selber runtergucken wollt, Tacht, viel Spaß. Ihr müsst uns hier nach oben führen. Ja, aber ich zeige euch jetzt nicht mehr die Lava-Höhlen. Komm mit. Das ist nicht schlimm. Dann gehen wir mit dir zurück. Wie lebt es dich so hier in... Enklave. Oh, erzähl doch ein bisschen. Na, ich mache nicht so viel. Ich krieg das Holz und daraus mache ich dann Holzschuhe. Oh, faszinierend. Die gebe ich dann weiter und die werden verkauft. Welche Werkzeuge verwendest du denn? Holzwerkzeuge? Ja, oh, das ist sehr gut, denke ich mal. Und wie kommt es, dass du dich hier unten so gut auskennst? Also ich würde versuchen, Würfel mal auf Betören. Sie macht es dir auch echt nicht leicht. Sie ist halt eine Erzzwergin. Was bist du? Ein Amboss-Zwerg, ne? Nee, ja, doch, ein Amboss-Zwerg. Merkst du das nicht in seiner feingeistigen Art? Nee. Ey, ich bin kein Brillant-Zwerg. Du bist ein Abenteurer-Zwerg. Ja, das ist richtig. Warte, Betören ist Gesellschaft. Das habe ich gar nicht. Wow, dann würfelt er überreden plus 10 und nochmal plus 3, weil sie aufs Wasser kommt. Ah, alles klar. Könnte ich dir sogar noch mehr reindrücken. Ich will sie auch gar nicht schaffen. Ja, ich weiß. Ja, sie hat echt kein Interesse. Sie ist die ganze Zeit still, brummelt nur irgendwas in ihren... er ist auch nicht so flauschig, der Bart. Aber sie murmelt halt irgendwas rein und die anderen, die denken sich auch, na Mensch, Angroschminia war doch der bessere... Was machst du da gerade, Poltax? Ja, also könnt ihr dann dem Klocken der Holzschuhe auf dem Steinboden weiter folgen und irgendwann steht ihr dann wieder in der kalten, aber frischen Luft von Kershal Angra. Mit einer Steinplatte, die euch einen Weg in die Diamantenminen und zu den Drachen führt.
Die wird gut verstaut. Dann, sobald wir wieder vor den Toren von Keshal Angra stehen, atme ich einmal tief durch. Oh, das ist doch richtig gut gelaufen. Ja, mit einer Zwergin, die nicht einmal den Unterschied zwischen Skorpionen und Drachen kennt. Ja, das hat mich auch schockiert, aber ich kam kaum im Schlaf bei einem spannenden Gespräch. Und den Unterschied zwischen Koptanim und Diamanten und Sultan. Ach. Dafür haben wir andere sehr illustre Gespräche geführt. Wir haben über Holzwerkzeug und über Schuhe und über den Schnürriemen von Schuhen und hauptsächlich über Schuhe. Geht euch in Sarkasmus oder in zwergischen Witzen? Ich glaube, er übt sich in Optimismus. Sehen wir das Positive, wir sind nicht erschossen worden. Sehen wir das Positive. Angroschmina ist viel netter. Oh. Boltax, wenn du dir das jetzt kaputt machst, dann werde ich ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was habe ich denn jetzt schon wieder... Ich habe doch gar nichts Böses getan. Mit dieser Trulla kann ich mich nicht unterhalten, mit Angroschmina schon. Manchmal, wenn sie nicht wieder von der Armbrust anfängt. Also das ist aber schon sehr spannend, wenn da jemand von der Armbrust erzählt. Hat Angroschmina dir von der Armbrust erzählt, Isarun? Sie hat mir sogar von der Speerschleuder erzählt. Oh. Ja gut, in dem Fall muss ich dir zustimmen. Angroschmina ist schon wesentlich interessanter. Aha, und was sagt uns das? Es wird sehr schwer, sie zu erobern. Ja, wir sollten noch viele Drachen töten. Ja, das ist eine gute Idee, Rafim. Je mehr Drachen ich töte, desto besser stehen meine Chancen. Aber wir haben hier einen guten Anhaltspunkt. Diese Karte. Und wenn wir die abgearbeitet haben, dann kann ich mit stolz geschwellter Brust unter Angroschminas Augen treten und ihr vielleicht, sagt man bei euch, einen Hof bauen? Nein. Den Hof machen. Rafim, ich habe gesagt, einen kleinen nicht. Wie viele sind das? 15 Stück. 5. Ja, aber dasselbe. Überleg doch mal. Wenn wir erstmal einen umgebracht haben, dann sind wir auch wieder da drin. So richtig. Rafim, ich bin im Ruhestand. Alandra, das war's. Außerdem, welcher Drache könnte nach Rassasor noch beeindrucken? Seht ihr, das ist ja auch einfach mal so eine nette Abendunterhaltung. Ja, während ich meinte eigentlich eher Angroschminia. Während ihr mit einem Blick in Richtung des Himmels, als Zulamin den Drachen anspricht, schaut, könnt ihr erkennen, wie dort kein Drache über euch fliegt, sondern ein fliegender Teppich. Und zwar in Richtung von Yol Ifritim. Na, diesen Teppich habe ich doch schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, Tomikatirans Teppich. Mhm. Dann ist er jetzt wohl zu Hause. Wir sollten uns vorher ein wenig frisch machen und stauben. Wir machen einen Zwischenstopp beim Turm der Alachami. Sie haben einen Burj am Fuß des Hügels und kündigen uns an, wie es die Höflichkeit verlangt. Und wenn er uns zu sehen wünscht, dann haben wir derweil noch Zeit, uns frisch zu machen. Abelmir. Ist ja. Das so ein Mann, wo ich die Schnauze halten soll? Bisher ja. Ah, das habe ich schon befürchtet. Ach, Rafim, wir machen was anderes. Was hältst du davon? Oh, das ist doch ein Vorschlag. Isarun, was machen wir denn? Naja, ich weiß nicht. Möchtest du vielleicht noch deinen Brüdern und Schwestern irgendwelche Kleinigkeiten mitbringen? Sollen wir zum Bazar gehen? Ja, aber was? Da brauche ich aber ganz schön viel. Was kauft man denen denn so? Ich könnte allen Schlagringe mitbringen, aber die haben alle schon Schlagringe. Mhm. Gift vielleicht. Gift ist immer nett. Oder Drogen. Kommen auch sehr gut an. Wir können ja mal schauen, Isarun. Aber bist du sicher, dass du nicht mit willst? Das ist ja auch so ein Magiermann. Ja, ich bin mir sicher. Ich glaube nicht, dass das die richtige politische Botschaft senden würde. Ach ja, richtig. Du bist jetzt ja wichtig. Würde Isarun mal so auf die Schulter klopfen. Ja, Isarun, ganz hoch im Hof, ja. Ja, ja. Da kann man sich ja nicht sehen lassen mit solchen Leuten. Aber Rafim, wenn ihr Drogen kaufen geht, kauft nicht von irgendeinem Straßenhändler.
Ich könnte euch den Burj Amaun empfehlen. Da gibt es sogar Boron-Geweihte aus Al-Anfa. Ja, das überrascht mich gar nicht, dass ihr wisst, wo hier die besten Quellen sind. Das wäre dann im Unterfeld. Ja, wir schauen erstmal, was man denn so findet. Vielleicht finden wir auch sowas Schönes. Bestimmt. Sollen wir uns dann nachher wieder an dem Sulamin, ist das deine Villa oder ist das die Villa vom Raya-Tempel? Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Nein, es ist nicht meine Villa. Ich darf dort nur wohnen, weil ich eine Geweihte bin. Ja, bei Sulamins Villa treffen wir uns dann wieder. Dann, das klingt gut. Dann gehen wir doch gemeinsam zu dem Burj der Al-Akhami. Das ist ganz in der Nähe. Und dann... Ich weiß nicht, ob ihr dann gleich weitergehen wollt. Also, wenn wir uns noch frisch machen wollen, gehen wir sicher dazwischen noch einmal zur Villa. Naja, was zu essen können wir ja schon zu uns nehmen. Ja, was zu essen, Isarun, das ist eine sehr gute Idee. Ich sollte auch mal dringend wieder was essen. Das war ein langer Tag. Ja, ja. Guck mal, da vorne gibt es... Was ist das? Das wird so abgeschnitten von einem Spieß. Oh, das ist Lammfleisch normalerweise. Ja? Es riecht jedenfalls sehr gut. Ich auch. Und seid ihr euch sicher, dass es kein Hund oder Katze ist? Ja, das müsste ich probieren, dann könnte ich dir das sagen. Aber Abimir, das ist doch über Kopf groß. Was gibt es denn für Hunde oder Katzen, die so riesig werden? Oh, es gibt sehr große Hunde. Ja, Zornbrechter. Oder kennst du, hast doch den von einem guten Freund gesehen, von Xenos. Der war ja auch wirklich groß. Mhm, ja, aber so einen schönen, flauschigen Hund, den macht doch keiner zu so einem Spieß. Ich hoffe nicht. Darüber möchte ich auch lieber nicht nachdenken. Na gut, dann hoffen wir, dass es das ist, was es ist. Ihr könnt euch nach der Reise des Tages über vom Staub des Tages abwaschen, könnt noch etwas zu euch nehmen, etwas zu essen und euch bei der Magierakademie anmelden. Während Isarun, Yalan und Rafim durch die Straßen der Stadt Stromern und noch nach etwas suchen, was sie mitbringen können, den zu Hause gebliebenen, sind Abelmir, Zulamin und Boltax auf dem Weg zur Akademie. Die Wegstraße nach oben, die Erhabenenbrücke, die vor euch aufragt, die euch allerdings verschlossen bleibt, die ihr ja nicht das Tor der Mächtigen benutzen dürft, sondern den Pfad der Gemeinen, den ihr entlang schreiten müsst. An dem Eingangstor entlang könnt ihr an den verschiedenen Skulpturen vorbeigehen und werdet dann von einem Diener durch die Tore geleitet an der großen Versammlungshalle vorbei, bis ihr dann in einem kleinen Audienzzimmer verweilt. Ihr könnt dort drei andere Magier, Magierinnen erkennen, die neben euch sitzen mit einer Wasserpfeife und sich gerade über die neuesten Erkenntnisse der Akademie unterhalten, während ihr auf die eigentliche Spektabilität wartet, Thermek Aterion. Ich nicke ihn zu. Lumin verbeugt sich. Hochgelehrte Herren und Damen. Willkommen. Besucher. Eine Rajani. Ihr seid sicher gekommen, um mit Tomek zu sprechen. Oder vielleicht mit mir. Ich komme, um euch jemanden vorzustellen. Danestu Abelmir Yamorenis. Er hatte mit Tomek korrespondiert. Es ging um das Concilium Sinistra. Und hier mein anderer Begleiter, Boltax, ein Geode vom Volk der Zwerge, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja. Zwerg, ihr lebt doch unter der Erde. Seid ihr sicher, dass er keine Würmer im Bart hat? Nur zwei, keine Sorge. Aber die sind sehr nett, die beißen nicht. Doch dafür, dass ihr sie nicht in die Forschungsräume hineintragt. Wir wollen keine Spione. Ihr habt Angst vor Würmern? Nun, nein, keine Angst. Es sind schließlich Würmer. Obwohl ihr euch Sorgen machen müsst, das sind die Heuschrecken. Und die Fliegen. Besonders die Fliegen. Meine Güte, jetzt schweigt doch endlich über eure Insekten.
Und wisst ihr noch, letztes Jahr, als ihr euch darüber aufgeregt habt, wie dieser Hanswurst aus dem Mehrmalerforschungsergebnis gestohlen hat? Ich sage euch, es waren diese Fliegen, die ihr immer in eurer Stube haltet. Ihr müsst da peinlicher drauf achten. Nun, ich verstehe nicht, warum ihr nicht einfach eure Sklaven sie wegmachen lasst. Also, das ist doch wirklich keine große Arbeit. Menschen sind unwürdig. Ja, ihr versteht schon, Zwerge sind das Beste, ich gebe euch da vollkommen recht, aber seid ihr denn eigentlich? Ich meine, es ist unmöglich, sich nicht vorzustellen. Ihr wollt sagen, ihr wisst nicht, wer wir sind? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich übernehme das, wenn das in Ordnung ist. Der Herr, mit dem ihr gerade sprecht, ist Mudaris Ismet ibn Pakizal. Ein sehr weiterhin bekannter Dämonologe. Denn die wunderschöne Dame ist Aishuli Bet al-Orima. Sie leitet die Bibliothek hier und ist eine exzellente Nekromantin. Und last but not least, Shabob Saldilaban, Magister Ordinarius Mutandus. Er ist ein großer Experte für die Insekten. Ich erwähnte ihn, ich glaube, gestern, als es um die verschiedenen Schichten von Altacht ging. Ja, wir sprechen natürlich nur die besten Dinge über mich. Ihr wolltet nicht zufällig noch einmal an einer unserer Exkursionen teilnehmen? Ich hatte das Gefühl, dass meine Studenten sehr viel aufmerksamer waren, wenn ihr dabei wart. Nun, aufmerksam waren sie gewiss. Ich weiß nur nicht, ob sie euren Ausführungen gelauscht haben, Mudaris. Und ich musste keinen einzigen wieder zurückholen, der die Flucht ergriffen hat. Die ist an sich schon viel wert. Mr. Shabob, sieh dir doch einmal diese Herrschaften an. Sehen sie aus, als ob sie wie du im Dreck wühlen würden? Also... Nun, sie sehen aus, als wäre im Dreck wühlen etwas, das sie tun müssten, denn... Und der da ist ein Magier, aber die anderen beiden? Nun, einer davon ist zumindest magisch begabt. Ja, schaut euch meinen Stab an und wartet, hier, pro forma, ich habe an der Uni, wie heißt es, Akademie von Nersan. Metumis, meint ihr? Nein, Belanka hieß es. Der Demogas Reich hat es nie alle so kompliziert. Er ist Ehrenmitglied der Grauen Gilde. Ihr müsst verstehen, er hat nicht regulär studiert, wurde aber aufgrund seiner besonderen Leistungen aufgenommen. Die Graue Gilde sogar. Nun, dann habe ich euch wohl falsch eingeschätzt. Ja, ich bin kein so Drückeberger wie andere Zwerge, die in gilden magischen Tätigkeitsbereichen unterwegs sind. Versteht? Ja. Oh, ich verstehe durchaus. Sagt einmal, habt ihr euch schon einmal die Knochen gebrochen? Weiß nicht. Vielleicht. Auch nicht. Ja oder nein? Warum fragt ihr? Nun, ihr seht aus wie jemand, der sehr starke Knochen hat. Stimmt das? Ja, ich habe starke Knochen. Exzellent. Das finde ich auch. Ja. Sie werden sicher auch nach Jahrhunderten nicht zerbrechen. Hervorragend. Vielen Dank für die Inspiration. Oh, selbstverständlich. Wenn ihr noch welche Fragen habt, fragt nur. Gibt es noch mehr von euch? Oh, selbstverständlich. Wir haben eine Menge Zwerge. Weiß nicht, wart ihr schon einmal bei meinen Brüdern und Schwestern? Das sind sehr, sehr nette und umgängliche. Ich zupfe von Bolgax am Arm. Aber mir? Kann ich helfen? Aber für eure Zwecke benötigt ihr doch wohl keinen Geonen. Dafür würde es doch jeder beliebige Zwerg tun. Nun, ja. Wir haben Anspruch auf das beste Material. Richtig. Das allerbeste. Boltax, versteht ihr jetzt? Es ist ja nicht so, dass das Ableben einen vom Zaubern abhält, nicht wahr? Jetzt packt ihr die alte Kamelle schon wieder aus. Oh, es ist schon ein lange gehegter Traum von mir, einmal so etwas zu erforschen. Nur weil ihr die Existenz einer zauberkräftigen Mumie belegen könnt, heißt das noch lange nicht, dass das Geheimnis ihrer Erschaffung wirklich ergründbar ist. Aber der liebste Boltax hier wird mir doch sicher gerne bei meinen Forschungen behilflich sein, nicht wahr?
Ja, so in 200 bis 300 Jahren hätte ich vielleicht einmal Zeit, aber ich glaube, ihr habt nicht die Zeit, die ich habe. Ich bin mir sicher, ihr könnt auch jetzt Zeit für uns euch nehmen. Ja, aber darauf habe ich keine Lust. Nun, Boltags Expertise liegt eher auf dem Gebiet der Herbeirufung. Ah. Oh. Faszinierend. Ich weiß, so bin ich. Oh, wenn ihr wollt, ich kann euch sicherlich ein, zwei Lektionen über das Herbeirufen von irgendwie diesfährigen Wesenheiten geben. Ihr könnt erkennen, wie die Tür aufgeht und ein Djinn, zumindest ist es irgendwie elementar, hofft ihr zumindest, hineinschwebt, fliegt, gleitet und Tee mit dabei hat. Ganz automatisch es vor euch auf dem kleinen Bodentisch abstellt, vor dem ihr euch dann niedergelassen habt und wieder nach draußen schwebt. Während die Tür offen ist, könnt ihr sehen, wie wohl durch den Gang, durch den ihr eben selber gekommen seid, ein Eleve geht mit einer schwarzen Robe, die Hände ausgebreitet, als könnt ihr nichts sehen. Wer bin ich? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wer ich bin! Und dabei weint und den Gang entlang schreitet. Die Tür geht wieder zu. Ach, dieser kleine Trottel. Das ist doch mit Sicherheit einer von euren. Nein, das ist keiner von meinen. Ich habe nur Schülerinnen. Ein Experiment? Beachte ihn nicht. Schlag. Vielleicht. Er wird schon so Landausgaben finden. Er sah etwas zerstreut aus. Wohl eine Maßregelung. Nun, das passiert, wenn man nicht ordentlich seine Bücher liest. Aber sagt Ismet, wie geht es mit den Renovierungsarbeiten voran? Ich meine, als wir uns der Akademie näherten, hätte ich einen Darai an einem der Türme gesehen. Das war doch gewiss einer von euren. Ah. Ja. Aber nicht nur ich, auch meine Schüler weisen sich zum Teil als nützlich. Der andere Teil, den teile ich mit meinen geschätzten Kollegen hier. Nun, es ist das Vorrecht der Akademieräte, die erste Auswahl zu treffen, nicht wahr? Und trotzdem bin ich immer wieder enttäuscht von der Qualität meiner Schüler, aber... Es liegt daran, dass ihr sie immer trotzdem nehmt, obwohl ich euch sage, dass sie Hirnwürmer haben. Ah, bei euch haben alle Hirnwürmer. Nicht alle. Also, was kann ich dafür, dass diese spezielle Plage dort draußen so um sich greift? Wir können froh sein, hier drin sicher zu sein. Also meine Schüler in Belhanka waren alle toll. War immer ganz spannend mit ihnen, dann abends in die Taverne zum Goldenen Boot zu gehen und ein, zwei Bierchen zu trinken. Und dann haben wir uns über die Armbrust unterhalten. Kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Ich nicke verzweifelt, nicht hinter deinem Rücken, nicht... Taverne, Bierchen trinken, wie gewöhnlich. Wann habt ihr denn das letzte Bier getrunken? Es müsste so etwa die Jahrhundertwende gewesen sein. Ja, dann wird es Zeit, nicht wahr? Ihr könntet auch ein bisschen Wasser auf den Rippen vertragen. So wie ihr seid.